Hallo, Bruno, mein Freund. Auf dich habe ich mich gefreut. Hallo. Hallo. Yes. Ich muss euch unbedingt die Hand geben. Hi, grüß dich. Hallo. Hi, Momo. Xavier. Momo, Alter. Vollgas heute. Hallo. Hi. Hallo. Du singst immer seine Titel nach, habe ich gehört. Ja, klar. So phänomenal, zeig mir deine Schuhe bitte nochmal. So phänomenal. Also sonst nichts Besseres zu tun, ja? Doch, schon. Was machst du denn so? Also, ich spiele Fußball, gehe zum Fitness, singe gerne. Arbeiten? Was ist so? Arbeiten, ich mache eine Ausbildung zum Chemikanten. Zum was? Zum Chemikanten? Genau, chemische Stoffe herstellen. Ja, 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 okay. Ja. Ansonsten singst du dann immer seine Nummer nach. Ah, hallo? Der hat coole Songs. Okay. Dann singe ich halt gerne nach, ja. Ja, ja, kein Problem. Die Messlatte ist für ihn hoch, weil ich habe große Erwartungen. Morgens, wenn du aufstehst, ist deine Messlatte vielleicht hoch. So, das zu dem Thema. Aber ja. Okay, was singst du für uns heute? Ich würde gerne mit Ich laufe von Temenzka anfangen. Okay, und was noch? Ich habe dann danach eine schnelle Nummer, so Nami Ka Jene Papa von C. Okay, alles klar. Okay. Ich laufe. Auf, Momo, Mann, bitte. Let's go. Geil. Ich hielt alles Glück in meinen Händen, zumindest war's zum Greifen nah. Beim Versuch, das Blatt zu wenden, wieder kein Glück gehabt. Man sagt, dass alles Glück dieser Welt vor unseren Augen liegt. Wie oft täuscht man sich in dem, was man mit den Augen sieht? Und ich laufe davon. Und ich laufe so schnell und so weit ich kann. Und erst wenn ich nichts mehr Okay. Bisschen zu luftig, bisschen wenig Stütze, bisschen zu viel Hauch. Ja. Wenn sehr viel Hauch rauskommt aus der Stimme, dann hört man die Stimme nicht selber. Also okay. War ein bisschen schwach. So. Weißt du, wenn man so viel Luft dadurch jagt und die gar nicht richtig zu Tönen macht, dann muss man tatsächlich noch seine Stimmbänder unter Kontrolle bringen. Ja. Du hast einen super Körper, das sind auch Muskeln. Das sind richtig krasse Muskeln und die muss man auch trainieren. Ich glaube, dass du das, wenn du das weitermachst, dass du in ein paar Jahren vielleicht viel besser bist, aber jetzt fand ich es noch nicht so stark. Okay. Ja, für mich ist halt so, Tanzen passiert immer, nachdem der Schritt schon stattgefunden hat. Also das, was man sieht, zwischen den Schritten. Ja. Das ist eine kontinuierliche Geschichte. Das hört nie auf. Okay. Ich habe es nicht so empfunden, als das Ganze eine kontinuierliche Geschichte war. Es war immer wieder ein bisschen Musik und immer wieder, ich hatte das Gefühl so on, off, on, off, on, off. Soll ich dir die Geschichte mit Namika erzählen? Ja? Gerne. Ja. Zweite Show, sauber. Yeah. Jawohl, beweg dich, Junge, yes! Okay. Ich hab mich irgendwie verlaufen, hab keinen Plan, wohin ich gehe. Steh mit meinem kleinen Koffer hier auf der Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an, je le casque vous cherchez. Ich sag, pardon, es tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Und du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant. Und male zwei Tassen Kaffee mit nem Stift auf deiner Hand. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen, ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte
Irgendwas anders? Nee, in der Beurteilung. Bei dir, Xavier? Nee. Nee, leider noch nicht. Ach, Momo, ey. Ich hab wirklich viel, viel mehr erwartet. Aber ich liebe dich, egal was die anderen drei sagen. Wirklich. Ich liebe dich auch, ehrlich. Ja. Bromance. Von mir ist ein Ja. Deshalb, ich bin ja bescheuert. Ja. Ich frage immer die Frauen. Man kann doch auch Männer lieben. Ich liebe dich ja auch. Ja. Das kann ich verstehen. Jetzt muss dir dein Jury-Joker aus der Patsche helfen, denn nur mit einem zweiten Ja kommst du noch auf ein Unentschieden. Du bist nicht der größte Sänger, aber du bringst viel mit, was andere nicht mitbringen. Das heißt, du stehst da relativ entspannt in den Hacken. Und ich glaube auch, dass die Mädels dich gut finden werden. Du singst ganz okay, ja, besser als Pietro beim ersten Mal. Und hart. Er hatte was Spezielles in der Stimme. Das höre ich bei dir noch nicht. Aber deine Ausstrahlung, die hat mich überzeugt. Deshalb von mir aus auch ein Ja. Ja, dann sehen wir uns wieder. Ist das doch überzeugen, ehrlich. Ja, gib Gas an. Hey Momo, das war viel zu wenig. Ich finde, dass du ein guter Typ bist. Danke dir. Du bist wirklich nicht, also die beiden haben recht, von wegen dem Gesang, aber du bist ein guter Typ. Du bist so total positiv. Behalt dir das bei, sei positiv. Ja. Ja. Was auch immer passiert, positiv. Danke! Geil! Schönen Tag noch, ne? Ich liebe euch. Pedro, dich auch, ne? Hey. Ja, wer hat denn da einen gelben Zettel in der Hand? Glückwunsch, Momo! Ich hatte so ein Gefühl, dass Oana und Xavier Nein sagen werden. Ich werde die anderen beiden definitiv noch überzeugen. Definitiv. 100%. Egal, auch wenn Dieter Nein gesagt hätte, bei mir wäre es ein Ja. Weil ich habe Sympathien für ihn. Dieter hatte damals die Sympathien für mich. So, und ich bin weitergekommen. Und für Momo geht es weiter im Recall.